Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Special-Video. Diesmal geht es um den Gaming Award 2013. Ja, vielleicht wissen das einige Leute schon. Der Gaming Award wurde, glaube ich, mal letztes Jahr 2012 ins Leben gerufen von den Leuten. Ist letztes Jahr recht cool gewesen, muss ich sagen. Ich habe auch da gewotet und ich zeige euch jetzt mal die schöne Seite. Das ist die Gaming Awards Seite. Und ich wollte sie euch ein bisschen zeigen und kann sein, dass ich mich jetzt ein bisschen komisch anhöre. Ich weiß es nicht, denke aber nicht. Meine Nase ist so verstopft und teils ein bisschen komisch. Ja, ich trinke auch hier fleißig Tee und lass ein Prayer. Hoffentlich muss ich nicht niesen, das ist richtig schrecklich, dann fliegt mir mein Headset nämlich weg. Ja, und was ich eigentlich drauf ansprechen wollte, in den Gaming Awards werden bestimmt einige kommen. Ja, nominiert mich und sowas. Ja, aber das dieses Jahr nicht, Leute. Dieses Jahr nicht, weil, jetzt kommt die Auflösung, ich schon nominiert worden bin. Also ich bin schon längst in dem Voting drin, wo ich mir gedacht habe, what the fuck? Ehrlich, ohne Witz, ich habe ganz zufällig drauf geschaut, weil ich ein anderes Video gesehen habe, nämlich da war der liebe Kidderzone, hat dann ein Video gemacht, wo er, glaube ich, mal sagt, dass man für ihn voten kann. Ist so nichts Schlimmes dabei, also hier ganz ehrlich, ganz okay. Und ich bin dann draufgegangen und dann habe ich mich halt durchgeklickt und dann habe ich gesehen, mein Name und mein Logo. Und ich denke so, hä? Was? Was? Hä? Ich habe mich dafür nicht beworben. Jetzt frage ich mich mehr, wer mich abonniert hat. Also abonniert, genau. Wer mich nominiert hat. Tolles Kraut. Wenn ihr einer der seid, wo mich nominiert habt, dann vielen Dank dazu, wirklich, das ist richtig geil. Ich habe das nämlich total vergessen, muss ich sagen, und habe das mit dem neuen Kanal eigentlich gar nicht so vorgehabt, weil, ja, nicht schlecht. Wir können mal drauf schauen, wir gehen auf die Nominierung. Natürlicherweise bin ich nicht als normaler Let's Player drin, ich bin nämlich unter den Nachwuchs-Let's Player-YouTuber dabei. Und da sind noch andere dabei, recht, wo ich auch ein, zwei kenne. Und da haben wir den Fritemf oder so, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, dabei. Effelu, dann mich, Frostion, hast du mich total überrascht, ehrlich gesagt. Frau Zimmei, keine Ahnung. Pushilp, Evers Television, Zattel TV, Shaya LPX, glaube ich, und SRAM LP. Weiß nicht, wie man die Namen ausspricht. Also, wenn ich hier irgendwas falsch spreche, dann tut es mir leid. Ja, und da bin ich jetzt dabei. Wenn man jetzt, wollen wir es denn, hier auf meinem Logo drückt, dann komme ich auch zu der YouTube-Seite von mir. Ja, hier ist das neue Video von Trides, gibt's euch mal. Und jetzt kommen wir halt zu dem Voting. Ich bitte euch nicht. Doch, ich will euch nicht zwingen. Ihr könnt es gerne machen natürlich. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Das sieht nämlich so aus als Voting. Ich bin hier auf der rechten Seite und der Nachwuchs-Let's Player. Das Voting funktioniert so. Da steht hier nochmal, ihr könnt täglich in einer Kategorie bzw. unter Nachwuchs-Let's Playern einmal pro Tag voten. Das heißt, ihr könnt jeden Tag auf die Webseite gehen und für mich einmal abstimmen. Wäre natürlich sehr nett von euch. Weil diesen Pokal zu bekommen, man bekommt sogar einen richtigen Pokal, so wie ich war, so ein Award-Ding. Und sieht auch richtig schnicker aus. Und da kommt dann auch mal ein Real-Life-Video zu mir, wenn ich den gewinnen würde, natürlich. Und hier fett in die Kamera halte und sowas, ist ja klar. Und ja,
Und ihr könnt da täglich auf die Webseite gehen und einmal voten für mich, wenn ihr wollt natürlich, weil so wird bestimmt einige geben, wo das nicht wollen. Also ich kann mir echt vorstellen, da waren die voten lieber für jemand anders als für mich. Aber okay. Jetzt zeige ich noch mal einen kleinen Tipp. Weil man ja pro Tag einmal abwarten kann, haben sie ja leider nicht mitgerechnet, dass die IPs dann dazu gezählt werden. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Smartphone habt, dann könnt ihr die App runterladen und nochmal upvoten. Ganz. Nur, dass ihr das wisst. Nicht weiter sagen, okay? Dann könnt ihr nämlich auf ein Smartphone gehen, die App runterladen und zweimal pro Tag für mich abstimmen. Wenn ihr vielleicht noch ein Lab hier habt, dann könnt ihr das sogar dreimal am Tag machen. Also Computer, Smartphone und Lab hier. Vielleicht habt ihr noch ein Tablet, dann könnt ihr bis zu viermal für mich abstimmen. Ja. Naja, das ist ein Witz natürlich. Es würde funktionieren, es funktioniert wirklich, muss ich sagen. Es geht. Ich werde mich nämlich, glaube ich mal, wirklich selbst raushalten. Ich werde nicht für mich voten. Ich halte mich da raus. Ich will da jetzt nicht wirklich machen. Zum Glück sieht man auch nicht, wie viele Votes man bekommen hat. Das macht es auch recht spannend und macht da nicht so einen Kampf draus und so ein, ja, finde ich. Meine Nase fängt jetzt an zu laufen. Das ist gar nicht gut. Und, ja, soweit sind wir jetzt auch fertig. Der Link zu dieser Webseite ist in der Beschreibung natürlicherweise. Einmal in der die Nominierung und die normale Homepage, also die Startseite. Dass ihr das bloß nicht verwechselt und nicht kommt, Frosty, ich weiß nicht, ich find's nicht und so, ja. Obwohl da jetzt irgendwie genug Informationen irgendwie in diesem Bildschirm jetzt gerade ist. Ja, dann sage ich, wir sehen uns das nächste Mal und votet schön fleißig. Bis zum nächsten Mal. Ciao.